Hallo, hier ist Nina von karlreis.de, dem Familienreiseblog. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich zeige euch heute in unserem neuen Video den Camper, den wir in Neuseeland hatten. Das ist der Kuru Star 2ST von Wendekreisen. Haben wir in Christchurch übernommen, sind damit 6000 Kilometer ungefähr bis nach Auckland gefahren und können daher sagen, in den 6 Wochen uns hat dieser Camper sehr gut gefallen. Heute zeigen wir euch den einmal von innen, damit ihr wisst, wie der so aufgebaut war, was euch da erwartet. Wenn ihr auch Lust habt, den zu buchen, wendet euch gerne an die Kollegen von camperoase.de. Kolja und sein Team sind sehr kompetent und haben uns richtig gut damals geholfen, den richtigen Camper auszusuchen. Also wir waren begeistert und können ihn nur weiterempfehlen. Und wir haben mit ihnen vereinbart, wenn ihr sagt, ihr kommt von Karl Reis, bekommt ihr sogar noch einen kleinen Rabatt. Also, viel Spaß! Hier haben wir einen ausklappbaren Tisch. Da ist schon das Frühstück fertig. Mit Campingstühlen. Das ist unser einer Küchenschrank. Da ist alles mögliche an Vorräten drin. Da ist Besteck, Kram. So, dann ist hier unser Kühlschrank, recht groß. Sogar mit Gefrierschrank. Da passt eine Menge rein. Hier oben ist unser Herd. Hier haben wir Wasser. Wenn wir hier oben unser Wasser anschalten, dann können wir hier Licht anschalten. Das da ist für Strom im Innenraum. Damit können wir den Herd anschalten. Und Fernseher, den geht aber nicht. Beziehungsweise ist das schlechter Empfang, den benutzen wir nicht. Da oben sieht man, wie viel Strom wir noch haben. Das lädt sich automatisch beim Fahren auf. So, das muss ja alles immer gut verstaut sein bei der Fahrt. Wir wollen gleich losfahren. Da kommt schön Wasser, kann man gut abwaschen. So, hier können wir dann kochen auf 2 Platten. Oh, alles wieder verstauen. Sonst passt das nämlich nicht. Hier ist noch ein Küchenschrank. Ich bin damit dann einfach mal Vorräte gelagert. Wir sind noch dabei, das zu organisieren, wie es am besten funktioniert. Hier ist unsere Toilette. Mit Dusche, die funktioniert auch sehr gut und die ist auch gar nicht so klein. Das ist also unser Innenraum. Hier ist unser Jackenschrank und Kram. Da unten ist ein Schuhschrank. Hier ist die Heizung, die brauchen wir aber noch nicht. Und so sieht das in unseren Schränken aus. Stromkram. Hier ist nochmal Vorräte und Kram. Und hier ist halt unsere Bettwäsche. Man könnte die unten in so Kisten noch packen, aber da haben wir andere Sachen reingestopft. Abends wird der Tisch runtergenommen, nach hinten gelegt. Hier vorne kommt noch ein Brett hin. Dann kommen die beiden Kisten in die Mitte. Und dann haben wir hier unsere schönen Decken. Die sind wirklich sehr schön. Und dann haben wir ein schönes, großes Bett. Das sind unsere Notausgangtüren, wie Karl sie nennt. Hier ist nochmal der Camper dann von der anderen Seite. Wir haben sogar 2 Dachluken. Das ist auch sehr schön. Und wir haben hier Leselichter. Die machen wir abends immer an. Dann können wir mal schön lesen. Ja, das ist unser Camper. Aber wir können mal vorne zeigen. Hier ist gerade noch ein bisschen unaufgeräumt. Karlchen sitzt in der Mitte. Meistens fährt Papa. Wir haben hier oben auch noch Fächer, wo wir Sachen reinlegen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.